Dunkelheit umfing mich. Die Dunstschwade lauschte und wartete. Ich malte mir aus, wie die Wesenheit geifernd im Eingang der Kammer stand, wie ihre Stielaugen hereinglotzten und die Blicke über die hier versammelten Schätze wandern ließen. Ich malte mir aus, wie sich ein Fangarm entrollte und nach dem Deckel des Kessels griff. Die Dunstschwade zog sich angespannt zusammen und waberte unruhig hin und her. Nichts geschah. Der Kessel blieb unberührt. Die Zeit verstrich. Nach einer Weile beruhigte ich mich. Die feindliche Wesenheit hatte sich anscheinend wieder verzogen und war hoffentlich damit beschäftigt, die Kleine endgültig zu verputzen. Als ich eben erwog, den Deckel ein Stück anzuheben und mich aus meinem Versteck zu schlängeln, spürte ich, dass ich beobachtet wurde. Ich schaute mich um. Der Kessel war leer. Was sich auch einst darin befunden haben mochte, es war nicht mehr da. Jetzt enthielt er nur noch staubgeschwängertes Schweigen. Trotzdem lag eine undefinierbare Bedrohung in der abgestandenen Luft, so dass meine Substanz vor übersinnlichem Unbehagen kribbelte. Auf einmal hörte ich eine leise Stimme, zugleich ganz nah und unendlich fern, das Echo eines Echos, eine wehmütige Erinnerung an die gesprochene Sprache. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber wenn mich in einem leeren Kessel jemand anspricht, bin ich auf der Hut. Die Dunstschwade verwandelte sich in einen kleinen, weißlichen, umherflatternden Falter. Ich sandte in rascher Folge magische Impulse aus und überprüfte alle Ebenen. Doch ich entdeckte nur Staub und Dunkelheit. Endlich ging mir ein Licht auf. Mir fielen die drei berühmten Afriten ein, die es gewagt hatten, sich Salomo zu widersetzen. War der eine nicht? So erzählte man sich jedenfalls mit gesenkter Stimme an den Lagerfeuern, durch die Laune des Königs und die Macht des Rings in ein Echo in einem Kupferkessel verwandelt worden. Aber welcher? Die Fühler des Falters bebten. Ich räusperte mich und fragte zaghaft, Philokrates? Die Antwort war kaum hörbar, wie der Flügelschlag einer Eule. Der ich einmal war, ist verloren und vergessen. Ich bin nur noch ein Seufzer, ein flüchtiger Abdruck in der Luft. Wenn du mit den Flügeln schlägst, wirbelst du die Luft auf und verwehst meine letzten Spuren. Du begehrst den Ring? Aus Höflichkeit schlug der Falter daraufhin nur noch in Zeitlupe mit den Flügeln. Ich antwortete mit Bedacht, denn in der Stimme schwang nicht nur Melancholie mit, sondern auch Bosheit. Aber nein! Ach so, klug von dir. Ich habe den Ring einst begehrt. Ehrlich? Und wie ist's gelaufen? Rate mal, ich bin jetzt ein Echo in einem blöden Kessel. Stimmt. Die Stimme seufzte abgrundtief. Hätte ich noch einen Fingerhut voll Substanz, raunte sie. Ich würde dich auf einem Haps verschlingen, kleiner Djinn. Aber ach, das ist mir verwehrt. Denn Salomo hat mich bestraft. Und jetzt bin ich weniger als nichts. So ein Pech aber auch, sagte ich mitfühlend. Tja, war nett mit dir zu plaudern. Aber draußen scheint die Luft wieder rein zu sein. Ich muss da mal los.